Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Industrie wieder hinzugefügt, die jetzt dann sich anfangen wird hier zu verbreiten. Und ich würde sagen, wir tun hier unten die Straße ausbauen. Weil wir es können. Erstens, zweitens, damit der Flow ein bisschen auch in beide Richtungen geht. Und dann, je nachdem, wie es sich verhält, können wir es ja entscheiden, ob wir es so lassen oder nicht. Was ist das Problem? Oh, da müssen wir. Okay, dann wird die erste halt noch so bleiben. Geht jetzt, also weil da noch mal eine U-Bahn ist. Scheiße. Warum geht es denn da schon? Noch eine U-Bahn. Wie viele U-Bahnen habe ich denn gebaut? Ich hätte voll drüber nachdenken sollen, was ich denn später bauen will. So. So. Wieder nicht, nein, die nicht, nein, die nicht, die bleibt normal. So, wieder große Straße, lang weg. So, sollte hoffentlich funktionieren und jetzt muss hier nochmal das ersetzt werden, so. Kann ein paar Stellen mittlerweile passieren, einfach weil die Flächen sich verändert haben. So. Auch nochmal hier. Und wie wir das da hinten regeln mit den scheiß U-Bahnen, die da zweimal hintereinander aufkreuzen, das ist die nächste gute Frage. Weil umsetzen kann ich die nicht so einfach. Also jetzt 14 Passagiere. 63, also schon ein bisschen Flow drin. Hier 19. Jetzt lass uns mal laufen, jetzt schauen wir, wie es jetzt funktioniert. Jetzt ist natürlich hier viel mehr Platz. Oh scheiße, jetzt sind natürlich auch überall, glaube ich, Ampeln, ne? Jetzt dürfte ich erstmal die Ampeln deaktivieren. Wo sie auf welche aufgestellt haben. Ist hier eine Ampel? Hier ist eine Ampel. Sind hier noch Ampeln? Hier ist eine Ampel und hier ist eine Ampel. So. Eine Ampel? Hier war keine Ampel. Hier war eine Ampel. Aber die sind überall Ampeln. Das ist ja Horror. Aber die Industrie breitet sich auf jeden Fall schon mal aus. Das ist doch gut. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt müssen wir schauen, haben wir drunter Wasser gelegt? Ne, haben wir natürlich nicht. Das können wir ja schon mal vorbereiten für die nächsten paar Baumonate. Dass genug Wasser vorhanden ist. So, perfekt. Dann ist hier schon mal die Wasserleitung gezogen. Die Industrie hat neue Straßen. Oder wir machen es bis halt zu dem Stück, wo es soweit ist, einbahnen. Theoretisch, wenn ich hier sage, die können nur nach. Ups, nee, das sollte nicht passieren. So abbiegen. Na, das Ding auch so verklicker. Dann ergibt es schon hoffentlich Sinn. Und dann sagen wir dem hier noch. Nur nach da drüben. Und dann sollte das schon relativ laufen. So, jetzt läuft es ja einigermaßen, oder? Schön aus, Straße. Straße um Straße. Aber jetzt haben sie halt hier doppelspurig. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Hoffe ich mal. Es kann sich mehr auf kürzerer Strecke stauen, quasi. Ja. Mhm.
Hier schaut es auch ganz gut aus. Wie schaut es mit unseren Erzeugnissen hier aus? Noch nur 5000 Profit? Speicher 120 von 930 Tonnen. Das Schnitzholzlager ist halt bummvoll. Stufe 5. Wir haben 6000er Unterhalt. Effizienz plus 22%. Verschmutzung minus 14%. Je höher die Industriestufe, desto weniger Verschmutzung verursacht die Förderung und Arbeit auf. Ah, okay. Aber wir machen einen Gesamtprofit mit der ganzen Anlage plus. Was? Jetzt tun wir erstmal noch die Holzproduktion, also die reine Holzproduktion, würde ich mal sagen, hier fördern. Indem die Anlage noch mehr Holzplantagen bekommt. Wo sind die riesigen Holzplantagen? Baumsetzlingplantagen, große Baumplantagen. Da noch eine daneben. Ist kacke, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es will. So. Das sind jetzt nochmal ein paar große Baumplantagen, von denen haben wir jetzt eben mittlerweile eine Menge. Sollten wir so viel Holz produzieren, grundsätzlich eigentlich schon. Wir haben ja auch einiges an Unterschieden. Wie wär's denn mit ein bisschen Nadelbaum? Das ist Nadelbaum? Ist denn Erle? Erle schaut so aus, okay. Erle produzieren wir auch schon, okay. So, rein theoretisch sollte hier die Produktion jetzt so hoch sein an Holz, dass die paar Lager, die wir haben, ja nicht mehr ausreichen, oder? Aber wir haben hier ein riesiges Lager auch stehen. Wir können ja trotzdem mal noch ein extra Holzlagerprodukt bauen. Wenn wir da irgendwo noch eins hinkriegen. Hier tun wir noch zwei hin. Dann schauen wir mal, wie das Ganze darauf reagiert. Und dann haben wir hier ein Arbeitereffizienz 105%. 34 von 35 Arbeitern sind dabei. Wie viele Arbeiter hat die ganze Anlage eigentlich? Jetzt machen wir 11.000 Profit. Hat fast 2.000 Arbeiter. Das ist eindeutig nicht gut. Die Holzproduktion liegt bei 101 Tonnen, die tut sich aber immer noch nicht auslagern, weil wir haben hier insgesamt eine Produktion von 120, oder? Fast 120 Tonnen Holz wird hier ausproduziert. Also wenn auch immer mehr Mitarbeiter wird, bekommen wir fast 2.500 Mitarbeiter. Bedeutet, rein theoretisch, wenn es jetzt mehr, nee, wenn es nicht. Produzierte Rohstoffeinheiten. Alter, wie das steigt! Aber rein theoretisch müssten wir doch jetzt fast doppelt so viel Holz produzieren, oder? Wenn wir das hier noch hinzugefügt haben. Das hier war davor, aber das hier ist auch neu. Also fast das Doppelte an Holz sollten wir rein theoretisch jetzt produzieren können. Und wir brauchen mehr Gewerbe. Wie es scheint. Der Gewerbebereich ist nicht so ganz zufrieden mit uns, wie es scheint. So. Ich muss kurz was gucken. Ganz kurz was gucken. Ich komme wieder nicht aus dem. Ja, ist wurscht. Snippen. So, okay, also planermäßig. Die City schaut gut aus. Wir können hier noch ein bisschen Gewerbe außenrum setzen. Also falls ihr versteht, wie ich meine, dass wir sozusagen die Bereiche hier weiter füllen. Mit Gewerbeanlagen.
die Stadt ein bisschen fülliger wird. Ich würde gerne bei unserem aktuellen Gewinn noch eine extra Feuerwehrstation einbauen. Das tut, glaube ich, ganz gut der Umgebung. Wie schaut es polizeimäßig hier aus? Polizei schaut gut aus. Krankenhausmäßig. Schaut auch ganz gut aus. Wir brauchen eigentlich nur noch eine Feuerwehr, die wir hier hinsetzen. Dann ist die Umgebung auch wieder geschützter. Jetzt tut sich der Gewerbe wieder aus. Wir sind bei Minus. Was? Wie geht das, dass wir jetzt im Minus sind? Wie sind wir ins Minus gekommen? Leute, das ist uncool. Irgendwas hat uns ins Minus katapultiert gehabt, aber was denn? Ich zahle am meisten für Gesundheitswesen. Für Feuerwehr zahle ich 11.000, weil am wenigsten zahle ich eiskalt echt für die Polizei. Bildung gebe ich viel aus für die ganze. Warte mal, da kam jetzt gerade noch so ein Button auf. Ich gebe am meisten natürlich für U-Bahn aus. Züge 7.000? Da bringen nur 8.000 ein, der ganze Dreck. 11.000 die Wohnungen. 100.000. Also wir sind insgesamt mit den Ausgaben 180 und da. Wir könnten rein theoretisch mal ein Bürobezirk auch hochziehen. Wir haben bis jetzt noch nicht keinen einzigen Bürobezirk gebaut. Doch, haben wir. Stimmt gar nicht. Hier. Hier außenrum sind Bürobezirke. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal genau so. Warte mal, das machen wir jetzt erstmal. Damit ich nicht zu viel auswähle. Auch nochmal genau in der Ecke lang. Geht's im Bürobezirken? Albatros Verlag. Anzahl hochgebildeter Arbeiter, Anzahl von Arbeitsplätzen für Hochgebildete. Was ist das für eine Lücke? Der äußere Ring. Verfügbare Arbeitsstellen, eine. 5 überqualifizierte Arbeiter. Wir haben nicht genug normal gebildete Arbeiter. Was ist mit unserer Stadt los? Unsere Stadt ist hochgebildet. Wir bräuchten eigentlich so einen dummen Viertel, habe ich das Gefühl. So, die Sache ist, wir müssten rein theoretisch jetzt hier die Autobahn erneuern, in größere Masse produzieren. Oder halt so eine XXL-Autobahn draus machen, ne? Damit die hier hinten irgendwie dann ankommt. Weil man entscheiden kann, links oder rechts fahren. Wenn wir rein theoretisch müssen die Autobahn hier so einen Schwenker machen, damit wir hier dieses. Ich würde das nicht genau hier anschließen. In dem Fall eine 6er Autobahn und dann hier unten nochmal das komplette Außenrum hier machen. Obwohl rein theoretisch könnte ich dann hier eigentlich auch eine Autobahnkreuz fahren. Die Autobahn verläuft hier hinten am Berg entlang. Wo ist denn das Höhenkataster? Gibt es nicht sowas? Ein Höhenkataster? Höhenlinien, genau. Also wir sehen es eh hier, dass hier am größten die Berge hochgehen. Also das hier außen ist noch relativ flach. Das ist ein Hügel, den könnte man eigentlich zu so einem Wandergebiet bauen. Weil wir werden den mal hier in Ruhe lassen und werden hier außenrum nochmal ein komplettes Stadtzirkel aufziehen. Sollte ja hoffentlich funktionieren, würde ich mal denken. Sagen denken. Windmäßig natürlich da oben auch genial. Verkehr, ja. Ich sag jetzt mal dazu nichts. Der Verkehr ist grauenvoll, vor allem weil alle Leute da rein wollen. Das ist irgendein Grund. Und weiß nicht, was mit diesem Viertel so extrem exklusiv ist. Man sieht, dass ich die Stadt extrem kacke gebaut habe. Also hier ist ein großes Aufkommen, aber das ist ja vollkommen okay. Hier ist auch ein riesiges Aufkommen. Straßenmäßig, da ist es sogar okay. Und die stehen 24/7 eigentlich. Was ist hier? Hier ist eine Drecksampel installiert. Ich glaub's nicht. Ah, diese Ampeln sind überall.
Schon wieder eine Ampel. Klar, dass die stehen. Und die staut sich dann ein bisschen in den Tunnel rein. Wahrscheinlich bis hinter. Ja. Ist ja klar, dass das dann nicht so funktioniert wie vorgestellt. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr alle freut, dann Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.